Sascha, zum zweiten Mal habt ihr dieses Jahr den Immobilientag begleitet. Beim ersten Mal, das war ja kurz nachdem du den Immobilienbereich bei Magenta begonnen hast zu gestalten. Ja, wie war denn dein Eindruck dieses Jahr? Wie du schon richtig gesagt hast, waren wir zum zweiten Mal beim Geht zur Immobilientag live dabei und vor Ort, diesmal auch auf der Bühne gut vertreten mit dem Multi-Provider-Konzept. Ihr habt es diesmal wieder geschafft, einen hervorragenden Mix zusammenzustellen zwischen Einzelvorträgen, Podiumsdiskussionen und kleinen Snaps dazwischen. Und ich glaube, diese Kombination macht's aus. Plus, dass ihr durch eine sehr angenehme Art und Weise hier hervorragendes Zielpublikum und sehr hochwertige Speaker auf die Bühne bekommt. Das war eine gelungene Veranstaltung und ein schöner Anlass wieder, um die Branche zu treffen und zusammenzukommen. Ich muss auch dazu sagen, die Zusammenarbeit mit euch macht richtig Spaß. Ihr habt auch ein sehr, sehr spannendes Thema auf die Bühne gebracht, eben wie du gesagt hast, das Multi-Provider-Konzept zusammen mit der Strabag bzw. Mischek. Vielleicht kannst du uns trotzdem ganz kurz nochmal erklären, was dieses Multi-Provider-Konzept bedeutet. Das Multi-Provider-Konzept ist, ich bezeichne es immer gerne als Win-Win-Win-Situation. Das heißt, es ist ein Gewinn sowohl für den Konsumenten, der in der Wohnung dort lebt, der hat dann einen Provider, den er nutzen kann, sowohl für den Eigentümer, der einen Ansprechpartner bei der Infrastruktur hat, aber auch für den Bauträger, der das Objekt erbaut, der dann nur einen Provider hat, mit dem er dann zusammenarbeiten kann. Das alles in einem Konzept hineingegossen zu haben, ist, glaube ich, einer der Vorteile mit wenig Friktion dazwischen. Und das ist das Multi-Provider-Konzept. Das heißt, ihr gebt im Grunde genommen dem Mieter bzw. dem Nutzer die Wahl, welchen Provider er nutzt, aber er hat den Vorteil, dass er trotzdem alles eben, obwohl die Infrastruktur von euch ist, trotzdem quasi auch unterschiedliche Konzepte nutzen kann. Ne? Genau, also da ist schon der Ansatz, so einfach als möglich für den Endnutzer, aber auch für unsere Zielgruppe, die Immobilienentwickler oder Eigentümer sicherzustellen. Ja, wir haben eigentlich unsere Zusammenarbeit so richtig während Corona begonnen. Und da war ein Punkt, den du mir damals erzählt hast, dieser enorme Anstieg von Datenvolumen, die über Magenta abgewickelt wurden. Hat sich das jetzt nach Corona ein bisschen beruhigt? Der Trend hat sich eigentlich fortgesetzt. Das Datenvolumen ist weiter gestiegen. Der Bedarf natürlich auch weiter, insbesondere aus der Digitalisierungsthematik heraus. Sowohl für den Unternehmer, für Privatpersonen ist die Notwendigkeit gegeben gewesen, weiter Datenvolumines zu beziehen. Und die Digitalisierungsprodukte haben natürlich ihren Beitrag dazu geleistet. Glasfaser ist das Gebot der Stunde. Hört man in allen Medien, die Politiker sagen es. Ja, wie stehen wir denn da mit dem Ausbau? Wie läuft's? Um das Gebäude der Zukunft digital fit zu machen, ist die Glasfasertechnologie eine der Grundvoraussetzungen, die es braucht, um dem Gedanken der Digitalisierung Genüge zu tun. Die Digitalisierung und die Glasfasertechnologie sind unweigerlich miteinander verwoben und deshalb ist das eines der Themen, die uns bei Magenta intensiv beschäftigen. Und um eine Immobilie zukunftsfit zu machen, brauchst du halt schnelles Internet. Wie steht man denn da in Österreich im internationalen Vergleich da? Auch hier hat sich wieder viel getan seit dem Veröffentlichen der letzten Studie. Und es ist eine stetige und kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung in Österreich zu erkennen und ein Bewusstsein da, dass die Digitalisierung und die Technologien in dem Glasfaserausbau notwendig geworden sind. Wie definiert ihr in Magenta eigentlich die zukunftsfitte Immobilie? Zukunftsfit ist eine Immobilie, wenn sie mit einer digitalisierten Grundversorgung bespielt wird, um es mal so zu formulieren. Das heißt, zukunftsfit, es gibt faktisch keinen Standard, der das besagt. Nur dann ist eine Immobilie zukunftsfit, wenn dieses oder jenes sichergestellt ist. Ich glaube, es ist eine Mischung aus mehreren Themenstellungen, die hier einwirken. Jedenfalls ist es die digitale Technologie. Es sind die Möglichkeiten, um ein Gebäude gesamtheitlich zu versorgen mit Lösungen, die sinnvoll
und nutzbar für die Konsumenten in dieser Immobilie sind und gleichzeitig im Idealfall auch einen Vorteil bieten für die Hausverwaltungen oder Bauträger, die Daten bekommen, die sie vielleicht nicht bekommen hätten, wenn die Digitalisierung nicht als Fundament geschaffen worden wäre. Im Neubau sollte man eigentlich davon ausgehen, dass das alles schon Standard ist. Und ich glaube, da wird auch sehr viel auf Glasfaser gesetzt, dort, wo es möglich ist. Jetzt geht gerade der Fokus auf den Immobilienbestand. Wie schaut es mit den Möglichkeiten aus, eine Bestandsimmobilie, die ja doch ihre 30, 40 Jahre auf dem Buckel hat, die zukunftsfit zu machen? Sicher eines der Zukunftsthemen im Sinne von Revitalisierung von Gebäuden. Hier ist sehr viel Aufwand notwendig, um ein Gebäude zukunftsfit zu machen. Unser Wunsch ist es, mit den Bauträgern oder Planern rechtzeitig in den Austausch zu gehen, damit wir im Vorfeld schon bei einer Revitalisierung eingebunden sind und klar unseren Beitrag leisten können. Einfach ist es nicht. Beispielsweise gerade, wenn du dir vorstellst, dass gewisse Gebäude in dieser Altersstruktur, wie von dir angesprochen, unter Denkmalschutz stehen, da braucht es oft sehr individuelle Lösungen und sehr viel Flexibilität, um das Gebäude zukunftsfit zu machen. Also schnelles Internet brauchst du für die zukunftsfitte Immobilie. Mittlerweile gibt es ja aber unglaublich viele Möglichkeiten, eine Immobilie smart zu machen. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Auf welche Technologien setzt du da? Eine sehr gute Frage. Der Punkt ist, das ist je nach Bedarf oft unterschiedlich. Mhm. Wir haben Anfragen rund um smarte Sensorik, Energieeffizienzlösungen, das bekannte digitale schwarze Brett, elektronische Briefkästen. Also Lösungen gibt es zuhauf. Es ist immer die Frage des Nutzungsverhaltens. Welcher Nutzer hat welche Vorstellungen oder wie hochwertig soll denn ein Gebäude digitalisiert werden und mit Lösungen ausgestattet werden, die wir in unserem Portfolio haben? Und da ist die Palette sehr breit geworden über die letzten Jahre an unterschiedlichsten Lösungen und Möglichkeiten. Jetzt haben wir aktuell die Situation mit der Zinswende, mit der schwieriger gewordenen Finanzierung. Viele Projekte werden auch ein bisschen on hold gestellt. Welche Konsequenzen hatten das für die Zusammenarbeit zwischen Magenta und der Immobilienbranche? Das ist für uns als Magenta die Chance, noch enger mit der Immobilienbranche zusammenzuarbeiten, um so sicherzustellen und rechtzeitig zu erkennen, wo es mögliche Anknüpfungspunkte gibt, um Objekte zu digitalisieren. Die Trends zeigen in eine Abwärtsrichtung, wie du schon richtig gesagt hast. Und da gibt es vielleicht Lösungen, um entgegenzuwirken. Und ich denke, es wird eine engere Zusammenarbeit notwendig sein, die uns hilft, gemeinsam auch positiv in die Zukunft zu blicken. Was man von der Immobilienbranche hört, ist, dass Qualität, die Immobilie selber, wieder in den Mittelpunkt rückt. Das heißt, unter Umständen ist das auch die Situation, wo man dann mehr in eine smarte, in eine zukunftsfitte Immobilie investiert, wo halt dann auch nicht so viel gemacht wird, aber dafür das, was gemacht wird, dann halt richtig gut. Genau. Der Trend hat sich auch über die letzten Jahre, insbesondere durch die Pandemie, ein Stück weit beschleunigt, wo wir gesehen haben, dass das Privatleben mit dem beruflichen Leben in einer Immobilie, in einer Wohnung schon sehr verschmilzt miteinander. Die Anforderungen sind plötzlich andere geworden und deshalb ist auch der Bedarf ein anderer geworden. Und genau das ist unsere Rolle, hier beratend zur Seite zu stehen und Hilfestellungen zu geben, wie wir das machen können und welche Lösungen es da womöglich gibt. Sascha, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich freue mich schon über, wir werden das ja immer wieder machen und ich bin schon total gespannt, wie sich dann unsere Themen verändern und unsere Sicht auf die Welt. Danke für das Interview und auf jeden Fall weiterhin so viel Erfolg und alles Gute.